Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Eurotruck Simulator 2 Staffel 3 Reloaded. Folge 20 wird es jetzt sein, ne? Ja. Heute fahren wir 35 Tonnen Honig von Stockholm nach Armut. Und ja. In der nächsten Folge, weil wir bekommen 10.000 dafür, um ein bisschen mehr als 10.000. Und in der Folge danach, in Folge 21, kaufen wir uns dann, oder haben wir da genügend, wir haben gleich genügend Geld, aber in Folge 21 kaufen wir uns dann unseren ersten LKW. Es kann sein, dass ich vielleicht nochmal die Sitzposition ändern muss, weil ich halt überhaupt nichts sehe hier, ne, weil dunkel und so, aber werden wir dann sehen. Ich nehme jetzt ein bisschen früher auf, ich glaube gestern. Also die letzte Folge war ein bisschen. Wait a second. Ich bin glaube ich schon. Okay, ich drücke hier nochmal eine Ehrenrunde. Was wollte ich sagen? Die vorherige Folge war ein bisschen, ich glaube ich war 3 Stunden später, wir haben jetzt 1:30. Und es wird auch schon jetzt wieder eng. Also die Sonne knallt doch schon ordentlich drauf, muss man halt schon sagen. Also nicht wirklich drauf, aber das Problem von hellen Gardinen. Okay, wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Holy shit. Vor allem im Dunkeln, jetzt sehe ich überhaupt nichts wieder mal. Wir müssen noch ein bisschen weiter geradeaus rauf. Okay, passt. Wunderbar. Aber keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, das Problem von hellen Gardinen. Der Monitor kann ich nicht mehr heller machen, das ist auch noch das Problem. Auf dem das Spiel gerade läuft. Eieiei. Aber das ist. Das ist schwierig oder. Ja, das. Ist doch schon ein bisschen klemmender, sag ich mal. Ich glaube, ich sollte für die Aufnahmen dann vielleicht OBS ein bisschen größer ziehen, das Feld. Oh Gott! So einen großen Unterschied machst du auch hier nicht. Aber egal. Vielleicht soll ich es wirklich mal machen. Oh, wir sind immer noch. Okay. Ich mache es einfach mal fix. Zwar nicht in Full, aber in ganz gut, sodass ich noch was erkenne. Nach einem Monitor fahren. Und den gegebenenfalls sogar noch den Kontrast ändern. Und wie ich sehe, passt die Sitzposition ungefähr. Ah, man merkt 35 Tonnen. Das sind nicht wenig. Das sind übrigens ja ungefähr so weit wie beim letzten Mal. Wir sind da, wir werden erwartet am Dienstag um 6 Uhr. Also wir voll im Rahmen, das passt perfekt.
Und ich glaube, wir fahren auch relativ viel Autobahn. Was da auch nicht so verkehrt ist. Wir haben dann doch schon einen relativ weiten Weg vor uns. Aber was werden wir meistern? Ich bin ja mal gespannt, wie es mit unserem ersten LKW wird. Und mit unserem eigenen LKW, was für eine Tour wir dann haben. Die Frage ist halt auch, wollen wir zügig. Vielleicht müssen wir das sehen. Also die Frage ist, ob wir zügig die Garage in Bergen ausbauen wollen, um dort noch einen weiteren LKW zu besorgen. Also das wären halt dann ja auch. Ich glaube, man muss ja nochmal Garage nochmal aufwerten. Also das wird dann beenden. Das ist ja nochmal insgesamt so 250.000. Dann macht es vielleicht auch schon mehr Sinn, in den eigenen LKW ein bisschen in den eigenen LKW zu investieren. Mit Upgrades und so weiter und so fort. Ja, wenn wir dann sehen, ich meine, wir brauchen da sowieso erstmal die Level, um die Sachen freizuschalten. Okay, in dem Mercedes haben wir natürlich keinen Retarder drin. Das ist natürlich. Könnte. Oh, Alter. Das könnte natürlich teuer werden. Ist dann halt wie es ist, ne? Das Geld haben wir ja sowieso, wenn wir noch die 10.000 bekommen, also wir brauchen 25.000, aber sogar noch 3.000 plus. Das ist ja kein Problem, das Geld haben wir sowieso drin. Merke, es geht leicht bergab. Wir haben den Tempomat auf 83 Kilometer schon eingestellt. Okay. Das sollte ja eigentlich moderat sein. Aber das Gute ist auf jeden Fall, dass wir dann, dass wir mit jedem kleinen Schritt, den wir jetzt hier tun, so gesehen, auch näher an weiteren Strecken kommen, wodurch wir dann nach Russland können und so weiter und so fort. Wir fahren ja einfach durch den Autopass durch. Das alles müssen wir bald selber zahlen, aber es sind ja auch eher Peanuts. Der Tank kostet, der Tank wird mehr schmerzen. Oder schon, oder vielleicht auch eher die Strafen. Naja, wir fährt sie. Aber durch die Touren, die wir dann fahren, nehmen wir umso mehr Geld ein. Von daher ist das ja eigentlich alles gar kein Problem. Alles bezahlbar. In Norwegen. Ach so, hier müssen wir nicht mehr durch den Zoll,
Das war ja quasi nur für die Birke der Zoll. Das war die falsche Richtung mit Schalten. Na, geht's doch gleich wieder hoch auf 80 Kilometer pro Stunde. Wobei wir fahren, glaube ich, noch ein bisschen Landstraße, kann das sein? Klar müssen wir Landstraße fahren. Nach Amod rein geht es ja auf Landstraße. Aber gut, der größere, ob vielleicht der größere Teil, wahrscheinlich ist der größere Teil vielleicht doch eher Landstraße. Werden wir sehen. Man merkt, der Honig, der drückt uns den Berg runter. Landstraße, zumindest scheint es so auszusehen. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, da habe ich nichts gesehen. Perfekt. Und dann geht es vermutlich. Okay, noch nicht Landstraße, aber ich glaube gleich kommt Landstraße, oder? Oder auch noch nicht. Pfeife nochmal ein bisschen Maut. Okay, mit Landstraße, das wird am Ende erst kommen. Also hauptsächlich fahren wir Autobahn. Oder auch nicht. Ich habe nichts gesagt. Wollte schon gerade sagen. Das kommt mir doch bekannt vor. Frage ist, wollen wir uns schon lackieren lassen. Ich weiß gar nicht mal, wie das überhaupt ist, ob man den quasi von der Firma auch vom Händler auch noch in eine Farbe stellen kann oder kaufen kann. Doch klar kann man das. Stellen wir den Tempomat lieber auf 73 Kilometer pro Stunde. Okay, das Trinken ist noch zu heiß, macht auch Sinn. Ja, ich denke, wir bleiben einfach dabei, ne? Wir bleiben einfach beim. Wie heißt es noch gleich? Bei der Farbe. Da wären wir sowieso gar nicht wirklich das Geld, um uns noch den anders lackieren zu lassen. Die Frage ist, wollen wir unsere Flotte. Wobei ich glaube, da mache ich noch eine Abstimmung dafür, ob halt die Flotte komplett nur mit neueren Scanias bestücken wollen oder halt auch alten. Also alten Standard-Dingern da. Ich hab ja keine wirklichen Mods, keine Scania-Mods drin. Wir haben zu ziehen, dabei haben wir 510 PS hier im Mercedes.
wäre jetzt doch schon ein bisschen zu riskant draufgefahren auf die Auffahrt. Okay. Ich glaube, ich muss den PC nochmal neu starten. Das ist nämlich schon ein paar Mal passiert heute. Irgendwas wäre gerade gewaltig nicht. Aber das liegt an Windows. Aber noch alles im grünen Bereich, was das betrifft. Okay. Hier. Okay, Festplatte ist wieder ruhig, wunderbar. Meine Güte, das ist aber wieder anstrengend heute. Weil sie nicht nur heute, das wird beim Schneiden auch wieder nervig sein, dass man wieder unnötig viel am Schnibbeln ist. Schnibbeln ist nicht das Problem, aber dass es unnötig ist. Jetzt geht die Festplatte schon wieder nach oben. Was soll denn der Bullshit? Meine Güte, zumindest leckt das Ingame nicht. Aber das mit dem PC neu hochfahren, das mache ich dann erst, wenn die Aufnahmen durch sind, damit ich das Zeitfenster vom entspannt und angenehmen Aufnehmen nicht gefährde. Ob es am Upload liegt, also nicht am Upload per se, sondern am Browser, worüber ich gerade uploade, damit ich halt nebenbei noch aufnehmen kann. Oder ob es halt wirklich ein Windows-Ding ist, gut ist. Im Endeffekt wäre es in beiden Fällen ein Microsoft-Ding, ne? Also, oder das ist doch Microsoft, das ist doch Edge, oder nicht? Ich glaube schon. Internet Explorer habe ich, soweit ich weiß, nicht drauf. Ich
Also gut, ist es nicht mehr oder weniger dasselbe, nur dass eine weiterentwickelte? Ich habe keine Ahnung. Aber davon eine Menge. Aber wir haben echt schon was zu ziehen. Das wird sich auch legen. Oh Gott! Mit der Zeit, wenn wir unseren eigenen LKW haben. Okay, das war jetzt nicht heftig runtergebremst, aber ich habe auch vergessen, dass wir wieder in die Stadt fahren. Ich denke mal, wir werden das so machen, dass wir immer mehr wieder so kleinere Sachen in den LKW investieren. Sobald wir das nötige Level dazu haben und das Kleingeld. Schon, wir ist runter 55 Kilometer pro Stunde. Schön hier durchzufahren. Weil ich davon nicht wirklich viel sehe, aber durch den Nebel und auch die dezente Einstrahlung auf dem Bildschirm der Sonne. Oh, ein Zug. Ja, das, ne? Mit den Zügen und so weiter, das wird sich wahrscheinlich auch ändern, in der neuen Season. In der Staffel 4, wenn, alles auf dem aktuellsten Stand ist und es dann Mods gibt, um längere Züge zu haben und so weiter und so fort. Das wird auch nice. Da freue ich mich schon drauf, auf die neue Staffel. Wird zwar vermutlich noch Zeit dauern, bis die dann kommt, aber ich habe das Gefühl, wir kommen gleich wieder in der 70er-Zone. Oh, das ist auch ein schöner Parkplatz hier. Und hier und doch ein Retarder. Scheint ja so. Das klang gerade zumindest so. Tatsache, wir haben einen Retarder drin, aber okay. Wahrscheinlich ist die Fracht einfach zu schwer. Rechts am Staudamm vorbei, ob es links am Staudamm vorbei. Oh, 17. Wir haben 7 Grad, okay. In echt haben wir mehr. Safe Call. War sowas von Safe Call. Heute der wärmste Tag der Woche, glaube ich. Wenn ich recht entsinne. Bin doch gleich bestimmt runter auf 50, kann das sein. Gleich auch nicht. Niedriger Tankfisch an. Ja.
Wenn wir an Tanke vorbeikommen, dann tanken wir. Eier haben wir schon hoch zu kämpfen. Kann das sein, dass ich glaube, hier war die Stelle, wo Lava und ich mal einen Unfall hatten im Multiplayer. Als wir mit Autos gefahren sind. Okay, okay, okay. Ah, der Tanker ist auf der linken Seite. Ruhig, soll ich wieder festplatte oder muss ich ja pausieren? Dankeschön. Zu gütig von dir. So, Automat wieder eingestellt. Auf 300 km pro Stunde. Wir werden wahrscheinlich... Oh, wir sind nicht in Armut. Da brauchen wir sowieso kein Gas mehr geben. Jetzt erstmal bergauf. Beziehungsweise wir fahren da kurz durch Armut durch und müssen dann noch ein Stückchen weiterfahren. Jetzt sind wir doch noch nicht gekommen, kann das sein? Wunderbar, oh, hoffentlich kommt die Ampel. Natürlich nicht. War so klar. Etwa so klar. Die fahren wir hin, auch schon mit SF Trends und NLSF H Trends, wie auch immer. Das gibt ganz okayes Geld, ne? Also für den aktuellen Rahmen ist es echt gut, den aktuellen Stand, den wir haben. Je weiter wir kommen, desto lächerlicher wird diese Summe. Aber aktuell ist es noch ganz gut bezahlt. Für unseren Stand. Wenn man es mal so nennen mag. Ach ja.
haben aber auch echt zu kämpfen hier gerade. Komme ich gerade selbst mit ins Schwitzen. Was bin ich froh, wenn wir unseren ersten eigenen LKW haben. Müssen wir uns hierum... Oh, Discord benachrichtigen. Das ist sehr gut. Das scheint es... Das heißt, es hat... Dann scheint es ja funktioniert zu haben. Gott, oh Gott, ich dachte nämlich schon, dass ich irgendwie die Everyone-Benachrichtigung in einem Discord-Channel nicht bekomme. Warum auch immer. Ich weiß zwar, dass ich sie deaktiviert hatte, aber ich konnte nicht wirklich wieder reaktivieren. Aus einem unerklärlichen Grund, aber... Den Grund habe ich gefunden. Das war eigene Dummheit. Wie es meistens so ist, ne? Meistens ist dann... Ist das Problem der Anwendung, der Anwender, der sie benutzt. Oha, jetzt geht's nochmal bergauf. Oh, really? Gut, dass wir in der Nähe sind, ne? Wie lange dauert das? 50 Minuten noch. Ja, natürlich auch eine schöne Garage. Ach, keine Scheiße, eine schöne Werkstatt. Oh, wir sind so gerade im Rahmen, wenn wir dort ankommen. Nein, wir werden nicht müde. Das ist nur eine Fata Morgana. Aber hier in dem Teil von den Armut waren wir noch nicht. Auch was Neues für uns. So, gibt's was. Den Real nicht zerbiegen. Geil. Hast du Bahnübergang? Hier Dings, Zeberscheiben. So heißt das Ding.
müssen wir denn hin? Da müssen wir, ach du Scheiße. Ah, ich muss noch was ausschalten. Müde werden hilft natürlich auch nur bedingt. Annehmbar, dann kassieren wir mal noch das Geld. Ausgezeichnet Honig von Göteborg nach Armut geliefert. Gefahrene Strecke 479 Kilometer. Dauert 10 Stunden 39 Minuten. Wir bekommen 10.300 Euro dafür, 713 Erfahrungspunkte und wir sind ein Level hochgestiegen. Wunderbar. Und dann gehen wir auf hochwertige Frachten eine höher, dadurch bekommen wir jetzt 10% höhere Vergütung für Lieferungen hochwertigerer Fracht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder, hier zum Beispiel von Eurotruck Simulator 2 Staffel 3 Reloaded. Beim nächsten Mal kaufen wir uns dann unseren ersten LKW oder vielleicht euch auch auf einem anderen, was? Bei einem anderen Video hier auf dem Kanal. Meine Güte. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest. Eine schöne Restwoche und bis dann. Macht's gut.